Heute Scherereien bei den Skudden. Ein tänzelndes Nilpferd. Und spielerische Erziehung bei den Bonobos. Horst. Einst war er der ganz große Star in Leipzig mit Kumpel Harry. Doch es ist ruhiger geworden. Die großen Auftritte haben jetzt andere. Aber heute stehen die beiden wieder mal im Mittelpunkt. Für Promi-Friseur Walz hat's nicht gereicht. Dafür kommt Jens Hirmer und seine Assistenten, die Barbiere von Leipzig. Das sind doch rosige Aussichten, oder? Wir versuchen ja immer, Scheren so zu machen, dass man die Tiere nicht unmäßig fixieren müssen oder knebeln müssen. Das heißt, wir haben so ein bisschen rosarote Brille verabreicht die letzte Zeit, die letzten Tage, dass sie etwas ruhiger sind beim Scheren. Ein Beruhigungsdrink. Ruhig. Ein. Sie festdrücken, ja. Damit die Matte entspannt entfernt werden kann. Zeit wird's ja. Erst haben wir Wetterprobleme gehabt. Dann wollten wir anfangen mit Scheren, dann hatten wir ein Maschinenproblem. Also das ist jetzt eine neue Maschine, extra auch mit Spezialmesser und Kamm für Lamas und Alpakas. Mal sehen, wie das funktioniert. Und ich hoffe, wir werden das jetzt erfolgreich durchziehen und nicht... Irgendjemand wollte das partout verhindern, dass wir hier dies Jahr die beiden scheren. Aber wir lassen uns da nicht abbringen. Jetzt geht's los. Am besten vorne lang, hinten kurz. Schön festhalten, am Kopf ran. Steht fast jedem. Sollen wir irgendwo an der Seite festhalten oder geht's so? Nee, warte mal. Schön. Ist allerdings anders. Die gefährliche Ecken sind immer hier, wenn du jetzt zur Keule kommst, weißt du? Das muss. Das muss alles nicht. Harry unzufrieden. So schlimm sieht sie nur auch nicht aus. Bei den Erdmännchen herrscht höchste Alarmbereitschaft. Sie haben Jungtiere. Gleich zweimal gab es in letzter Zeit Nachwuchs. Eine schöne Überraschung. Auch für ihren Pfleger Jörg Gräser gibt's was Neues. Eine Gehege-Einstiegshilfe. Für den älteren Herrn. Ja, ich meine, wir werden nicht jünger. Aber alt ist er auch nicht. Das ist also mit Aufschließen. Ja, das ist natürlich nicht so mein Ding hier. Ja, da muss er sich bücken. Und Jörg hat Rücken. Ja, ich hab's mit dem Kreuzer. Nee, aber es geht ja nicht darum. Es geht ganz einfach, dort vorne kommst du kaum noch drüber, weil die Anlage, die ist ja wie Alcatraz gesichert. Ne? Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also nicht nur für mich, ich habe zwar ziemlich lange Beine, aber eben auch die Mädels, die müssen ja auch mal hier drüber. Ne? Und für mich ist das eben auch ein bisschen schwierig. Und außerdem müssen langsam die Erdmännchen sich daran gewöhnen, dass hier sowas eben auch passiert. Mal sehen, wie das aussieht dann. Das ist natürlich riesig umständlich hier, ja, ihr Süßen. Das ist nicht für euch. Nee, das ist für Jörg. Vorbei die gute alte Zeit, wo er mit einem Sprung über die Absperrung hechtete. So, das würde ja bedeuten, ich muss das dann wieder abmachen. Muss ich das in der Zeit abhauen? Ja, denn die sind ja als Ausbrecherkönige bekannt. Und dann noch eine Überraschung. Das ging eigentlich, genau. Boah, was ist denn das? Ein Mordfall im Gehege. Wer war das? Die etwa? Die sehen doch so harmlos aus. Ein Fall für Kommissar Gräser. Robert Ruß. Seit einigen Wochen der Neue bei den Wildpferden. Hat ziemlich viel Mist an der Backe. Wer gut frisst, der gut misst. So, mittlerweile habe ich mich eigentlich ganz gut eingefitzt hier. Aber man muss halt sehen, wie die drauf sind. Ne? Weil wir direkten Kontakt hier mit den Wildpferden haben und wir die dann auch
persönlich dann ja einsperren müssen. Und zwischen mir und Wildpferd ist meistens nur ein Besenstiel. Ne, wenn die sehr aufgeregt ist, muss man auch aufpassen, nicht, dass sie in Außersehen auch mal treten können. Aber deswegen versucht man dann eigentlich auch immer die Ruhe zu bewahren. Und dann klappt das meistens auch. So. Robert trifft scheinbar den richtigen Ton. Na, Schnecken. So, Tierpfleger. Der Traumberuf. Also gerade wenn man immer was mit Tieren machen will oder wollte, dann ist das schon der ideale Beruf. So. Jetzt haben wir es erstmal geschafft. Ich muss gleich noch die Tränken sauber machen. Und dann kriegen die Pferde noch ein bisschen Gras auf die Plattform. Und dann können sie wieder raus. Endlich. Mit Ruhe geht hier nichts mehr. Harry hält nichts von Friseur. Aber ein Kurzhaarschnitt ist doch nicht schlecht im Sommer. So, Harry war ein schwerer Fall, das war aber zu erwarten. Er hat sich immer so angestellt. Die Wolle muss runter, weil sonst verfilzt das immer mehr. Die sind ja auf Wolle gezüchtet. Und das wird dann ein ziemlich, erstens eine unschöne Geschichte, zweitens können sich da auch wirklich ekelhafte Krankheiten drin ausbreiten und Maden ansammeln und lauter so ein Schnickschnack. Jetzt horcht er. Na, der ist ja sicher ein Fan von gutem Styling. Als Lama der Nation? Hola. Oder Horst? Halt fest. Nach den Entspannungsdrinks zum Frühstück. Alles easy. Hier kannst du dann halt fassen, weil den schauen wir nicht. Die Dosis nicht. Promis brauchen wohl ein bisschen mehr. Den kannst du nur dann loslassen, den hältst du nicht. Da brichst du sonst die Hand, wenn du da drin hängst. Also ich überlege jetzt ernsthaft, ob wir ihn noch mal Beruhigungszeug füttern. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten besser. Bei den Bonobos? Zurzeit alles friedlich. Doch es sind zwei neue in der Gruppe. Da weiß man nie. Frank Schellert schaut öfter mal vorbei, wie es so läuft. Nee, das ist die Bokela. Also der Herr Sango, der sitzt hier irgendwo hier oben drin. Ne? Der Songo heißt er, nicht der Sango, Entschuldigung. Der Songo, einer der beiden Neuen. Mit ihm gab's Stress. Aber jetzt gerade ist alles sehr entspannt. Naja, das sind jetzt so 14 Tage, drei Wochen sind die da und da ist es jetzt so alles geschlichtet. Ne? Ja, aber ganz ohne Reibereien ging es nicht ab. Es gab Klärungsbedarf. Ja, der Yasongo, der wurde also von der Olindi, also von den Weibchen, mal wurde denen gezeigt, wo die Richtung langläuft, wer hier das Sagen hat. Ja, und da hat er das also sofort kapiert. Nämlich, dass er hier gar nichts zu sagen hat. Wie Kuno. Und mit Kuno ist es so, dass er jetzt, also der Kuno ist schon der Ranghöhere hier drin. Ne? Also, aber er kommt mit ihnen sehr gut klar, mit den Klingen, mit den Kuno. Ne? Jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Die rennen jetzt alle beide durch die Kante hier zusammen. Die Gruppe hat es wohl ziemlich schnell geschafft, die Neuen zu integrieren. Jetzt hat sich eine neue Struktur ergeben und mit der sind wir recht zufrieden, so wie es im Moment ist. Ja?
Ja, so, wenn das so friedlich alles aussieht, dann kann man schon zufrieden sein. Schon die Kleinsten bei den Bonobos lernen, wie man durch Annäherung Frieden schafft. Und auch dieses Mal hat's wieder geklappt. Harmonie pur. Was bleibt da noch zu wünschen? Der Mordfall bei den Erdmännchen, Kommissar Gräser, bei der Spurensicherung. Die haben eine Rabenkrähe tot gemacht, eine Junge. Sieht man ganz gut, dass es eine Junge ist. Und zwar an diesen Federn hier. Ist aber ganz, ganz neckisch, dass sie sich auch mal gerächt haben. Ne? Denn die müssen ja auch immer tierisch auf ihre Kinder aufpassen. Wenn natürlich Rabenkrähenkinder hier reinfliegen, werden die natürlich auch gekillt. Ne? Das sind ja keine Raubtiere. Ne? Und ihr seht ja, die haben die auch fast aufgefressen. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Na, das ist eh Biss in den Kopf. Und dann attackieren die so lange mit Bissen, bis die nicht mehr zappelt. Und dann wird die auch gefressen. Ja. Die sehen ganz harmlos aus. Hier ist was los, hä? Können aber richtige Killer sein. Also das Tier, die haben ja schon alles Mögliche niedergemacht. Ne? Also Wildkaninchen, Viere, Brieftauben, die sich ja ausgeruht haben. Die brachten dann irgendwann mal die Beine raus. Da war natürlich der Ring noch dran, Brieftaubenring. Ne? Und na ihr Süßen, hä? Na fein, hm? Alles gut. Hey, habe ich eure Beute eingesackt hier? Na, ihr Süßen, ne? Ey! Hier, na, der Schnitzelbär. Och, ist die mir auf die Mütze geklettert, die ein verrücktes Weib. Das siehst du, was du noch als Aussichtsturm hier noch genutzt. Ob das nicht runterfällt, Schnecke? Die Erdmännchen gerade besonders aufmerksam, da sie Jungtiere haben. Hey, meine Süßen, und für die geben sie wirklich alles. Jörg findet das gut. Ja. Ne, das haben sie gut gemacht. Wir haben ziemliche Probleme auch mit den Rabenkrähen. Also sie stehen ja nur unter Schutz auch. Ne? Und das ist ja auf eine natürliche Sache, ist das Vögelchen umgekommen. Ne? Und das ist immer gut, wenn sowas mal auch, dass sich das ein bisschen in Waage hält hier. Ne? Ich habe sie heute schon, erste Lektion in der Jagd haben sie mitgemacht hier. Wie jage ich eine Rabenkrähe? Hä? Wie der guckt, wie ein Jäger? Also Vorsicht, Freunde. Genau. Mit denen hier ist nicht zu spaßen. Ob das hier was wird? Lama Horst beim Friseur. Versuch Nummer 2. Aber Horst, wenn du schön ruhig bleibst, dann wirst du es nicht bereuen. Komm, wir gehen hier lang. Komm. Diesmal nur vor kleinem Publikum. Wie bitte? Hier noch was ganz Neues. Ja, das ist doch. Das ist da oben was. Und mit einem Spezialcocktail von Dr. Bernhard. Die Kamera ist Platz verschwunden. Wegen der Aufregung. Nee, da war hinten dran. Ich hab gar nicht gemacht. Das ist zum Absetzen der Krone gedacht. Mal sehen, ob es funktioniert. Dauert allerdings eine Weile jetzt. Eine Weile. Dann gucken wir gleich nochmal, ob das wird. Robert hat alles schön gemacht. Nun dürfen die Pferde raus. So, jetzt werden wir erstmal unsere Reise rauslassen, ne? Na, Reiser. Kommst du raus, Schnecke? Raus, komm. Komm raus, Mädchen, komm. Ganz ruhig. Ist ja alles gut, ne? Fein. So ist brav.
So, dann hat unsere Romy das Vergnügen. Ne, Romy? Kommst du auch raus? Hm? Na komm mal. Na geh. Na geh mal noch ein Stück, komm. Oh, ein Arsch da seid ihr. Was? So, deine Mutti kommt jetzt auch raus, ne, Romy? Das ist die Ratina. Obacht. So, und zum Schluss kommt unsere Leitstute, unsere Raya mit ihrem Fohlen Ruby raus. So ist fein. Vier Tiere haben vor kurzem die Herde verlassen. Eine völlig neue Situation jetzt. Normalerweise hätten wir jetzt auch wieder einen Hengst dabei gehabt. Aber wir haben extra weggelassen, weil das ja ein eingeschworener Clan vorher war. Und dadurch, dass natürlich jetzt vier Tiere weggefallen sind, muss sich der Clan wieder finden. Also muss sich der Zusammenhalt wieder in der Gruppe stärken. Und die mussten auch untereinander wieder ihre Rangordnung dann halt ausmachen. Ja. Aber das haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt. Mittlerweile ist das eigentlich wieder ziemlich ruhig bei uns hier in der Gruppe. Und ich glaube, die haben auch die anderen schon wieder fast vergessen. Ja. Ne, Romy, kommst du wieder gucken, ne? Ja, das ist unsere Neugierigste hier, unsere Romy. Die tut nichts, die will nur spielen. Ja, also mit der kann man dann theoretisch alles machen. Das ist fertig. Ich glaube, das könnte man sogar, wenn man das will, könnte man die auch reiten. Muss man natürlich eine Weile trainieren, aber ich glaube, bei der würde das am ehesten klappen wahrscheinlich. Und die lässt sich auch gerne mal ein paar Streicheinheiten geben. Darf man aber nicht so übertreiben, ne? Man darf ja nicht vergessen, dass es halt Wildtiere sind und keine Haustiere. Aber ab und zu mal ein paar Streicheinheiten haben die schon verdient. Da ist wieder Alltag eingekehrt. Bei den Wildpferden. Jörg Gräser will den Schneeleoparden einen echten Knaller präsentieren. Das muss er auch. Die drei sind mittlerweile schwer zu begeistern. Das ist eine ziemlich feile Bande, die du immer weißt, da krampfst dir wirklich manchmal einen ab und überlegst dir tolle Sachen und denkst, Mensch, das wird bestimmt ein Highlight. Und dann kommen die drei Weiber raus, gucken da, setzen sich hin. Ja, so. Mal was Neues, schön. Und da tun die manchmal gar nicht der gleiche, dann können sie blöde werden manchmal. Und ich will mal sehen, ob das jetzt mal ein bisschen noch, bitte, sie noch mehr animiert. Aber dann muss ich mal die ganzen Dinge aufpusten, ja. Und der hat's in sich. Eine tickende Zimtbombe. Da sollte man besser in Deckung gehen. Das ist ja bloß eine kurze Wolke. Letztendlich, da passiert ja in dem Sinne nichts. Und so viel ist es ja noch nicht, was ich hier reinfüllen kann in so einen Luftballon. Also Gewürze habe ich ja verschiedene da. Aber nicht jedes Gewürz möchte nicht unbedingt so am Mund kommen. Hier ist also so viel ist da bloß drin in der Regel. Dann tun wir mal an der Seite hier. Na, da wird ja bald ein anderer Wind bei den Schneeleoparden wehen. Hübsch, oder? Ja, einerseits, wenn die Ballons platzen, wird letztendlich mein Atem freigesetzt, denn die Fleisch in der Nase kriegen. Ich hoffe, dass sie nicht so sehr unangenehm finden. Beziehungsweise dann eben, wenn die zwei Ballons platzen hier, dann wird ja letztendlich das Gewürz freigesetzt. Okay. Cool, leichte Kiste. Ein Geschenkkorb. Gemacht aus Luft und Liebe. Mal sehen, ob die junge Mädchenbande dafür empfänglich ist. So, dann werde ich mal die Blase rauslassen. Die alten Schnurzeln. Hm? Vielleicht haben sie erst mal Schiss davor, weiß man nicht. Partylaune sieht irgendwie anders aus. Die sind immer wie versteinert, wenn da was Neues drin ist. Ich weiß auch nicht. Die gehen ihre Sachen immer ganz vorsichtig an. Ja, die werden schon wissen, warum. Hinter den Kulissen wird noch geschlafen.
Und das mitten am Tag. Es wird Zeit aufzustehen. Maria Grüger, die Pflegerin, versucht es auf die unsanfte Tour. Roll dich mal nicht so eng zusammen. Das Heu ist nicht gut für dich in der Kugel drin. Siehst doch schon mal gut aus. So, mein Schatz. Schön liegen bleiben. Maria, Maria. Lässt Petro keine Chance. Dann mache ich täglich immer das untere Heu, wo er drauf geschlafen hat, weg. In der Zeit kann er schon langsam wach werden. Ja, so würde sie sich das wünschen. Als echtes Kugelgürteltier sollte er am Tag wach sein. Und nachts schlafen eigentlich. In Petros Welt sehen die Dinge etwas anders aus. Kugelgürteltiere sind die einzigen Gürteltiere, die tagaktiv sind. Bei ihm habe ich das noch nie gesehen, dass er wirklich jetzt tags rumläuft. Es sei denn jetzt, wo ich das angefangen habe mit dem Licht früh morgens anmachen und sauber machen, höre ich dann immer, wie er hier rumtippelt und alles erkundet dann. Und wenn ich ihn halt raushole. Aber sonst schläft er eigentlich den ganzen Tag und ist nachts aktiv. Sieht man alleine daran, dass er halt auch nachts frisst. Das soll sich jetzt ändern. Munter werden mit Wasser. So die Devise von Maria Grüger. Er badet in dem Becken, also baden kann man es nicht nennen. Er tippelt drumherum. In dem ganz kleinen Flachen, das habe ich ja beim letzten Mal neu eingesetzt. Und er tippelt ein bisschen drin rum und das war's. Und stellt erst mal fest, Wasser? Man könnte es benutzen, aber lieber doch nicht. Schnell wieder rein in die Kiste. Und irgendwann entdecke ich dann hier das kleine Fußspürchen. Da weiß ich dann, er war noch mal drin. Jo, nochmal Wasser anlassen und dann voll machen. Alles muss anders werden. Nachts baden und den Tag verschlafen, das geht nicht mehr. Maria will das nicht. So, mein Schatz, komm mal her. Jo, böse Tierpflegerin, auch Mensch. Petro hat es sich wieder hingelegt. Ihm war einfach so. Jo, guck mal, was ich Feines für dich hab. Maria, jetzt probiert es mit Wasser. Ja, aber es ist sehr lauwarm, das Wasser, und ich gehe ganz vorsichtig rüber immer. Ich schmeiße ihn jetzt ja nicht sofort rein oder so. Man sieht auch, er ist jetzt langsam gewohnt. Es ist ihm auch zu hell, noch ein bisschen, das sieht man auch an den Augen. Ich muss ja auch ein bisschen den Dreck mal von der Schnauze runterkriegen, also da kann sich dann irgendwas auch noch, also wenn sich das drin sammeln kann, es ihn auch verletzen, wenn da Steine drin sind oder so. Ist zwar sehr robust, das kleine Tierchen, aber zwischen den Spalten, das ist ja nicht so schön. Ja, so ist fein. Ja. Sie will ja nur das Beste. Jo. Und Pedro? Du kannst gleich runter. Der möchte am liebsten wieder ins Bett. Jo. Nicht. Horst, endlich in Stimmung für den neuen Look. Das gibt's doch nicht. Der will partout nicht, dass ihm jemand an die Wolle geht. Nee. Ich hab, ja, denn das bringt nichts dann. So, jetzt geht er hier an die Seiten stellen. Aber jetzt Augen zu und durch. Na, Herr Walz, wie weit sind wir denn? Sind fertig. Ja, Horst aber auch. War schon hart. Ich habe so während der Arbeiten beschlossen, das nächste Mal ist wieder Handbetrieb angesagt. Vorsicht. Neue Technik. Snicks für Horst. Komm, hab du Harry. Harry!
aber es ist vollbracht. So, wer ist hier der King? Na, er nicht. Macht aber trotzdem eine gute Figur. Trotz all der Scherereien. Die Schneeleoparden haben Mut gefasst. Ja, guck mal fein. Da muss doch irgendwas zu holen sein. Was denn das, hä? Ja, guck mal, hä? Siehst du? Jetzt ist mal einer vielleicht mal ein bisschen mutiger hier. Siehst du? So sollte das passieren. Hat sich überhaupt nicht weiter erschrocken. Man denkt ja, boah, Platz. Selber macht man ja, oh Gott. Und ganz relax. Als wenn man es schon immer gekannt hat, also ist schon manchmal irre. Also man vermutet manchmal gar nicht so eine Reaktion. Wenn ein Ballon platzt, ist es ja ähnlich wie ein Schuss, ja? Wenn man so nimmt, ne? Hä? Guck mal, was ist denn das? Ein Luftballon. Cool, hä? Okay, aber der Korb. Geh mal gucken, ja? Das lässt dir doch keine Ruhe, der Korb, hä? Das weiß ich doch. Hey, und da drin ist auch was, hä? Na, dann kann's ja losgehen. Mit dem Platzkonzert. Lange spielen sie hier nicht mehr so. Ihre Eltern sollen noch mal Nachwuchs kriegen. Für die drei bleibt ja kein Platz. Also sie sollen ja im Herbst dieses Jahres noch weggehen, alle drei Mädels. Die sollen alle drei in Zoo verlassen. Das bedeutet gleichzeitig, dass auch für die Laura und für den Onegi noch mal die Chance gegeben ist, dass sie noch mal züchten dürfen. Was natürlich auch sehr schön ist. Aber ich werde natürlich auch die drei Hasen, die werde ich schon vermissen. Also die sind mir auch sehr ans Herz gewachsen, die drei Mädchen. Ja, sind ja auch richtige Ladykracher. Euphorio, der Zwergflusspferdjunge, lebt noch nicht lange im Leipziger Gondwanaland. Ist alles noch neu für ihn hier. Doch für die Kürze der Zeit hat er sich schon ganz gut eingelebt. Seine Lieblingsbeschäftigung? Baden. Dass er sich hier so wohl fühlt, das liegt vor allem an einer. Silke Einert. Die weiß, was er mag. Ja. Was denn? Apfel, Banane, Luzerne. Und Laub frisst er total gerne. Er ist ja eigentlich auch einer, der viel Laub zu sich nimmt, normalerweise in der freien Wildbahn, dort, wo sie leben. Silke hat eine intensive Eingewöhnungszeit mit Euphorio hinter sich. Da habe ich ihn auf jeden Fall richtig schön kennengelernt, einen Kleinen. Woran sie sich allerdings noch gewöhnen muss, das sind die weiten Wege im Gondwanaland. Es bedarf einer kleinen Tour de France durch die Halle, um zu Euphorio zu gelangen. Aber irgendwann kommt man dann doch an. Holland! Ich hab gar keine Trümmer sehen. Na, bisschen Routine ist es schon. Ja, und jetzt muss er erstmal reinkommen. Was ist denn hier los? In seinem Revier? Euphorio verteidigt sein Revierchen ganz gerne. Hi. Na, komm mal schnell rein, hm?
Ja, mein Sonnenschein. Kannst du mal noch ein Stückchen kommen? Ein eingespieltes Team werden die beiden. Stück für Stück. Ach, das macht er ganz fantastisch. Dass das so gut klappt, kommt nicht von ungefähr. Silke hat herausgefunden, wie man bei Euphorio das Eis brechen kann. Hier muss einer die Freude am Baden erstmal entdecken. Pedro, das Kugelgürteltier, findet das nicht so besonders. Ein bisschen unbeholfen heute, wa? Ja, er ist noch ein bisschen müde. Pedro ist eigentlich ein sehr guter Kletterer, aber irgendwie will er nicht immer. Die Maria Krüger, die gibt nicht auf. Nach dem Bad steht noch einiges auf dem Programm. Nee, das frisst er nicht, also da buddelt er drinne. Das findet er toll, da ein bisschen drin rumzuwühlen. Da sind auch ab und zu Insekten drin, das mag er auch ganz toll. Die frisst er, wenn sie ganz klein sind. Und ein Sportgerät soll Pedro munter machen. Kann er einfach mal gucken, durchlaufen, kaputt machen, was auch immer er vorhat. Angetreten zum Sport. Bitte. Ja, guck mal, was da steht. Noch eine Kiste. Lieber doch nicht. Wahrscheinlich wird alles zu viel. Ganz viele neue Sachen und dann wieder das Baden. Und na, ich glaube, ab und zu ist er ein bisschen überfordert. Jetzt ist seine Rennstrecke wieder offen, jetzt geht's wieder. Sieht schon richtig da die Schleifspur, weil er da immer mit dem Panzer lang geht. Eigentlich rennt er hier nur nachts lang. Aber bei Marias Hartnäckigkeit, naja. Wenn man weiß, wie man ihn dazu kriegt, also. Irgendwann registriert er, denke ich mal, dass er auch tagsüber raus kann, ohne dass ihn irgendwas stört. Haben wir hier keine Raubtiere. Nö. Aber Pflegerinnen sind auch nicht ohne. Lieber wieder verstecken. Und weiter schlummern. Diesen Schafen geht's heute an die Wolle. Cheffriseur Jens Hirmer auf dem Weg zu seinem Kunden. Diesmal hat er Verstärkung mitgebracht. Thilo Köpke. Ein Profi. Mit den Schafen sind wir ja auch im Herdbuch vertreten, also wir züchten ja auch. Die Tiere werden dann auch meistens im Herbst auf der Ausstellung ausgestellt und deswegen brauchen die einen Profischnitt. Also das sind wir nicht. Wir machen das hobbyweise, leihweise mal, sodass es runter ist. Aber für das perfekte Aussehen brauchen wir Spezialisten. Jetzt geht es nicht mehr nur allein um Schönheit, sondern auch um die Zeit. Manchmal geht es ganz, ganz schnell. Es kommt immer auf die Verfassung der Tiere an, wie die Wolle ist. Haben sie abgelammt, dann ist die klebt die Wolle. Na, muss man sehen. Ich schätze mal pro Tier 5 Minuten. Was schneller ist, ist besser. Wir sind ja auch nicht bei den australischen Schermmeisterschaften. Nee, aber bei den sächsischen. 5 Minuten pro Schaf, ein ehrgeiziges Unterfangen. Die Uhr läuft. Bei Schafen funktioniert das, wenn die auf Hinterteil sitzt, ist denn die Kraft genommen, wo sie dann sich kaum noch wehren. 5 Minuten 14, knapp daneben.
Aber so ein Bock hat volles Haar. Da kann der Kahlschnitt schon mal etwas länger dauern. Und während der Nächste schon wieder beim Coiffeur ist, wandern die Reste in die Altkleidersammlung. Die Wolle nehmen wir für Tierbeschäftigung, also Tiger oder Löwe. Der Geruch und das animiert die Tiere schon, die Raubtiere da mal ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Thilo Köpke aber beschäftigt momentan nur eins. Wird er beim nächsten Schaf die 5 Minuten unterbieten? Die Arakanga sind Eltern geworden, verstecken ihr süßes Geheimnis vor fremden Blicken. Das soll aber auf die Waage. Petra Friedrich und Jule Ladensack müssen da mal ran. Die saß aber eben raus. Warum musst du vielleicht mal? Die geht rein. Oh, die Eule. Sie kümmern sich schön hier vorne, der hier vorne sitzt und ein bisschen in großen Maxen spielt. Das ist unser Mann. Und er ist aber ganz lieber eigentlich. Wenn wir jetzt reinkommen, dann geht er weg. Aber hält uns immer im Auge, beobachtet uns immer. Und sie ist im Kasten, aber wir nehmen ja jetzt an, wenn wir jetzt erstmal kurz so reingehen, dass sie rauskommt. Meist dann, wenn sie die Leiter sehen, kommen sie raus. Jungtierkontrolle. Schon ja, wichtig. Und geht ganz schnell, wenn alle mitspielen. Jetzt kommt sie gleich. Muss sie erstmal rauslassen, ja? Erstmal rauslassen. Mäuschen! Los, geht mal raus! Kommt! Schnuggis, raus! Kommt raus! Na los! Kommt, macht! Na los! Oh, yes! Das ist ja was für Schlange hier! Ist schön, wenn sie so aufpassen, ja, aber heute brauchen sie ja nun mal nicht so. Tja, frisch gebackene Eltern. Die passen eben auf. Ja, es ist... Na, jetzt sind sie wahrscheinlich... Jetzt müssen wir warten, was da nun passiert. Ich möchte auch nicht die jetzt so rausjagen direkt, wenn sie nicht so freiwillig gehen. Das machen wir nicht. Die werden schon rausgehen. Wir müssen bloß die Leiter rausnehmen. Erstmal Rückzug. Das ist wohl das Beste. So, und da warten wir es ab. Vielleicht haben wir noch eine Chance, aber so ist das. Jetzt hat es gar keinen Sinn. Ne? Die haben was vor, da bleibst du lieber drinnen. Ja, gehen wir auch noch rein. Oh. Ah. Nee, das wird wohl nichts. Kein Rankommen an das Küken. Oh. Erstmal. Die Präriehunde. Gerade eingezogen ins neue Quartier. Und schon die erste Schadensmeldung. Freddy Kuschel. Ja, jetzt! Und die Männer vom Gehegebau gehen der Sache auf den Grund. Der Gulli macht ihnen Sorgen. Plötzlich war er kurz vorm Überlaufen. Einmal im Monat können die Tiere auch baden. Alles nicht. Die kommen aus der Prärie. Da wird es zwar im Winter kalt, aber kein Wasser. Naja, und der Mississippi ist so hoch, drückt der nicht. 1,20 Meter hab ich immer noch gehabt. 1,15 Meter exakt. Wasser im Keller. Na, das geht ja gut los. Ja, wir hatten gestern, dadurch, dass drüben in dem Graben ein bisschen Wassermangel war, haben wir Wasser zulaufen lassen und haben das nicht so ganz kontrolliert zulaufen lassen, sodass hier eine nasse Stelle entstanden ist, wo auch natürlich die Präriehunde immer mal ein bisschen nasse Füße bekommen haben. Und wir haben jetzt schlicht und einfach kontrolliert, ob die Technik hier funktioniert, dass die Präriehunde natürlich nicht unbedingt nasse Füße bekommen. Na, das wollen die auch nicht. Aber zum Glück wissen die sich selber zu helfen. Haben sogar schon angefangen. Scheinbar sind sie erprobt im Hochwasserschutz. Also das sind alles von den Tieren hochgeschleudert worden, aus den Löchern raus, nach hinten. Damit wird es jetzt hier auch langsam so eine kleine Art Berg, was auch ganz gut ist, weil damit das Wasser nicht reinlaufen kann. Also in der Prärie ist es auch so, dass die Hügel machen, ihre Eingänge erhöht legen, dass wenn es regnet, dass das Wasser an dem Bau abläuft und nicht in das Loch reinfließt, dass sie nicht ertrinken. Das ist ganz cool. Musik.
Also alles halb so wild. Kleine Havarie unbeschadet, überstanden. Mit dem Wasser war ein bisschen eine Generalübung, wenn es mal wirklich ist. Ne? Müssen es ordentlich beobachten. Gut. Nicht, dass hier noch einer baden geht. Essenszeit beim Zwergflusspferd. So, und hier hat er dann so einen schönen Platz. Bisschen in der Sonne, mag er zwar nicht so doll, aber dafür sehen die Besucher sehr schön. Und das ist nur das Wichtigste, dass man den erstmal so kennenlernt, dann soll ja so sein. Apropos so, kennenlernen, das war nicht ganz leicht für Silke am Anfang. Euphorio, ein schüchterner und zurückhaltender Geselle. Vorsicht! Doch sie lockte ihn aus der Reserve mit einem Geheimrezept. Fressen und Gesang. Wo er herkam, war er das wohl gewohnt. Von den Polen, das sind ja sehr fröhliche Menschen. Und ich denke mal, dass sie eben halt so wunderbar bei der Arbeit singen. Kann ich mir richtig vorstellen. Und irgendwann mal hatte ich ja auch gesungen. Und da hat er seine kleinen Ohren so immer vor- und zurückgenommen. Und dann kam er auch ganz, so ganz ruhig. Ja, das war schön gewesen. Man braucht eben besondere Qualifikationen für die Pflege von Euphorio. Man musste bei ihm singen, er hat meinen Gesang ertragen. Seitdem Silke singt, läuft's gut. Dann hat er sich hier entfaltet, das war so richtig schön, als er dann eben halt hier rausgekommen ist und schwimmenderweise sein Becken erkundet hat. Der ist richtig schön angekommen. Wo man singt, da lass dich nieder. Euphorio. Geht's richtig gut hier. Dank Weib und Gesang. Seine Pflegerin kann ein Lied davon singen. Der Euphorio ist ein klasse Typ. Der fett. Bei den Skudden läuft die Zeit für Schaf Nummer 2. 5 Minuten. Bei den kleinen Tieren kaum zu schaffen. Ein großes Schaf lässt sich immer leichter und schneller fahren wie ein kleines. Weil man da mehr Fläche hat. Aber gekonnt ist gekonnt. 4 Minuten 43. Schneller als erwartet. Da ist doch noch mehr drin. Ein Rekordversuch. Geschafft. 4 Minuten 12. Thilo Köpke. Ein wahrer Meister seines Fachs. Das muss auch die Konkurrenz anerkennen. Super Arbeit, sauber Sache, spitzenmäßig. Schneller geht's nicht. Nee. Haben wir die Zeit eingehalten, oder? Qualifiziert für Australien. Ja. Nur die Schafe sind verwirrt. So unbekleidet sehen sie sich selten. Wir müssen sich erstmal alle wieder kennenlernen hier. Wir gucken erstmal, wer was ist. Da kann ich Sie wohl nächstes Jahr vielleicht auch für Horst und Harry engagieren? Also ich hab's noch nicht gemacht. Ich kenn's bloß im Erzählen. Probieren wir. Na dann werden die beiden endlich mal von einem Profi frisiert. Am nächsten Tag. Die jungen Eltern mal getrennt von ihrem Küken auf der anderen Seite. Die Gelegenheit, das Junge endlich zu wiegen. Als das letzte Mal nicht geklappt hat, wiegen wir heute mal unseren kleinen Arakanga. Heute haben wir nämlich die Eltern mal ganz gut abgetrennt gekriegt. Mit der Petra und mir hat das letzte Mal nicht so gut funktioniert. Auf ein neues. Legen wir los. Julia an der Ladensack. Heute mit Florian Brandt. Vielleicht bekommen sie ihn ja etwas länger zu Gesicht. Den Kleinen im Kasten. Genau.
macht nämlich Sorgen. Was ist denn hier los? Bei dem haben wir jetzt nur ein bisschen das Problem, dadurch, dass es wahrscheinlich zu gut mit ihm meinen, kretschen die Beine so ein bisschen nach rechts und links aus. Kann halt daran liegen, dass die Eltern zu viel gefüttert haben, dass er einfach zu dick ist. Wäre eine Möglichkeit. Es kann natürlich auch an irgendwas anderem liegen. Und jetzt werden wir den Kleinen nochmal wiegen. Gucken, ob er überhaupt noch reinpasst. So klein und schon ein Handicap. Komm mal her. Genau, da sieht man, das kretscht jetzt auch so ein bisschen zur Seite und das andere liegt halt schon ein bisschen schöner an. Und natürlich ein Papagei, der nicht auf der Stange sitzen kann, damit kann man nicht unbedingt was anfangen. Müssen wir gucken, was wird. Das Problem ist, eine Bandage können wir ihn nicht unbedingt drum machen, weil das einfach die Elterntiere abknabbern. Und das wäre dann halt ein bisschen ungünstig. Und nicht, dass, da hat unser Doktor ein bisschen Angst, dass sie, wenn die das abknabbern, der sich dann da dran noch hängt oder irgendwas. Ist ja immer die Gefahr. Ja. Bleib mal drin. So, was zeigt's an? 653. Er macht jetzt eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Also ich finde jetzt eigentlich nicht, dass er zu dick wirkt. Wir setzen dich wieder rein. Flügelchen zusammen. Der kleine Mann. So. So. Da kann man hier noch hoffen. Macht schon das Äugchen zu. Wird schon müde. Ganzen Stress. Erstmal Ruhe. Vielleicht richten sich die Beine ja noch. Sei da allein zu Haus. Darf nicht zu den anderen Kühen. Eine Schutzmaßnahme für Hoas Embryo. Regelmäßig trifft sie sich mit Nantain. Aber es gibt auch Tage wie diese, an denen müssen sich Peter Kokisch und Holger Wust was einfallen lassen. Also wir wollen heute das Baden für Saida unter Umständen ein bisschen abwechslungsreicher gestalten und wollen ihr mal so eine Gummikugel geben. Unser Boy hat damit immer gut gespielt, als er noch jung war. Vielleicht wird Saida auch wieder 5. Na, das wollen wir doch mal sehen. Saida, komm mal her, hier, komm. Lässt sich Saida mit diesem Trick ins Wasser locken. Außerdem, bei Familie Geier gibt's was zu sehen. Und Geburtstagsparty für Luena. Also dann bei Elefant, Tiger und Co.